Schatz. Na? Dankeschön. Übrigens, ich habe für Michael die Werkstatt von Kuhn gekauft. Ach. Ja, wieso nicht? Michael wird sich in einem Hotel nie wohlfühlen. Und so hat er wenigstens gute Voraussetzungen zum Kfz-Meister. Frank das Hotel, Michael die Werkstatt. Und das hast du alles über Nacht entschieden? Sozusagen Hals über Kopf? Nein. Das heißt, tja, warum nicht? Die Gelegenheit war günstig, weil Kuhn... Also Kuhn ist weg. Weg? Tja, und weil er weg ist, weg musste, habe ich zugegriffen. Ist es dir nicht recht? Wir müssen doch an die Zukunft unserer Kinder denken. Ja. Und was verbirgt sich sonst noch dahinter? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein, weiß nur Kuhn. Und der ist über alle Berge. Ach, das war auch der Grund, warum ihr zum Notar gefahren seid. Na sicher, es muss doch alles seine Ordnung haben. Malle, du mal einen Kaffee. Ja, Michael. So ist das. Wo ist Harald? In Rio. In Rio? In Rio. Er hat eben angerufen. Er lässt dich grüßen. Isabel auch. Mann, oh Mann. Das hätte ich mir auch eigentlich denken können bei der Umarmung gestern. Ist aber fix gegangen. Ja. Wirst du auch abhauen eines Tages? Nicht so bald. Nicht, bis du deine Meisterprüfung bestanden hast. Das haben Harald und dein Vater so besprochen. Mhm. Und dann bist du der Chef hier. Eine Sache noch. Harald, lässt dich bitte niemandem was zu sagen. Von Rio. Das weißt nur du, dein Vater und ich. Ist okay. Ja, dann wollen wir mal in die Arbeit gehen, ne? Wie geht's? Am liebsten gut. Was ist das denn? Na ja, steht doch da. Kuhn hat verkauft? Sehr interessant. Ich bin mit ihm verabredet. Können Sie mir Bescheid sagen? Oh, das muss er vergessen haben. Er ist nämlich weg. Weg? Was heißt weg? Wo ist er hin? Na ja, er ist ja niemandem Rechenschaft schuldig. Ja, ich kann ihm da auch nicht weiterhelfen. Ach, Verzeihung. Ja? Ist es wahr, dass Sie die Werkstatt von Kuhn gekauft haben? Ja, warum soll das nicht wahr sein? In einer Nacht- und Nebelaktion? Ob mit oder ohne Nebel, ich habe gekauft. Was ist denn? Haben Sie Angst, ich erhöhe die Mietwagenpreise? Wäre ja möglich. Das scheint Ihnen nicht zu passen, was? Naja, wenn schon. Was hat er denn? Er ist verblüfft, wie schnell Max die Werkstatt gekauft hat. Na, das sind wir doch auch. Hm? Es heißt, dass Kuhn und Isabel die Insel verlassen haben. Ja, aber bitte frag mich nicht, warum. Er hatte es eben plötzlich besonders eilig. Außerdem ist es eine private Angelegenheit. Immerhin war es so geheim, dass du uns gestern Abend nicht mal gesagt hast, warum du zum Notar gehst. Kuhn hatte mich gebeten, bis zu seinem Verschwinden zu schweigen. Warum sollte ich ihm den Gefallen nicht tun? Hm? Können wir uns den vorgezogenen Kauf überhaupt leisten? Ja, warum nicht? Wir verschieben die Investitionen bis zum nächsten Jahr. Ich glaube, du bekommst Besuch. Ach Gott, ja, die werden, ich sag's bei Hawk. Guten Tag. Guten Tag, Herr Professor. Du entbehrst mich eine Stunde, hm? Ich habe Isolde versprochen, die Ausstellung vorzubereiten. Ja, was soll ich schon machen? Ist mir jedenfalls lieber, du förderst den Nachwuchs, als dass du selber wieder malst. Na, sehr galant war Ihr Kommentar nicht, Herr Lindemann. Ja? Wieso? In letzter Zeit hatte Lisa bei ihren Malversuchen nur Wut an. Da hat er leider recht. Tschüss. Gehen wir Isolde helfen. Ja. Elefant im Porzellanladen. Na du, wer sonst? Du bist ein richtiger Kunstbanause hier. Wenn Isas Bilder kein Geld mehr bringen, kann sie es malen auch bleiben lassen. Das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint hast du es so. Ach Quatsch. Sie tut mir eben leid, weil sie so unzufrieden ist mit sich. Und außerdem, ob sich ihre letzten Bilder hätten verkaufen lassen, steht nicht fest.
Sie hat sie ja immer gleich vernichtet. Weil sie in einer Krise steckt. Sie hat eine Schaffenskrise. Was du nicht sagst, davon verstehst du was. Ich stecke im Moment auch in einer Schaffenskrise. Geht dir das nahe? Nö. Jetzt nimm dich gefälligst zusammen. Damit dir ja alles in Ordnung ist, wenn heute Nachmittag deine Schwiegermutter ankommt. Moment. Dachte, sie kommt erst morgen. Sie hat sich eben anders überlegt. Sehnsucht. Nach dir, was? Ja, nach dir bestimmt nicht. Du, sag mal, Max, dass dieser Kuhn so plötzlich auf und davon ist, das hat doch bestimmte tiefere Gründe, was? Das mag schon sein, die kenne ich nicht und ich will sie nicht kennen. Es wird da so gemunkelt. Ach, lass doch die Leute munkeln. Du meinst Papa nicht, dass es mit unserem Gast, diesem Jens Hartmann, zusammenhängt? Das hat er sich so gedacht. Wer, was? Dein Ex. Dass ich ihm auf den Leim gehe. Er hat den Laden verkauft an Lindemann. Angeblich weiß kein Mensch, wo er ist. Aber ich weiß es. Harald ist weg? Hat den Laden verkauft? Wo ist er denn? Bei diesem Höhlenmenschen, diesem Manfred. Da hat er sich auch schon damals versteckt, als Strunk in der Nähe war. Aber der entkommt mir nicht. Das Geld kriege ich. Jens? Ja? Wenn er verkauft hat, dann ist er vielleicht wirklich weg. Der macht doch dasselbe nicht zweimal. Ich meine, er kann sich doch denken, dass du dir denkst, dass er bei Manfred ist. Nein, nein, so dumm ist er nicht. Ich kenne ihn. Ich war schließlich 8 Jahre mit ihm verheiratet. Ach, was du nicht sagst. Und was jetzt? Jetzt soll ich ihn wohl einfach wieder laufen lassen. Nee, ich fahre da hoch und ich beobachte diesen Manfred. Und ich krieg ihn. Und ich krieg auch das Geld. Und wenn ich es aus ihm rausprügeln muss... Jens. Jens, was soll denn dieser Amoklauf? Du hast dich ja gar nicht mehr unter Kontrolle. Bist du denn blind für die Schwierigkeiten, die du heraufbeschwörst? So ein Quatsch. Ich beschwöre doch keine Schwierigkeiten herauf. Das besorgst du. Wenn du mir das Geld geben würdest, dann braucht ich Kuhn ja gar nicht. Und wenn du es hättest, das Geld von meinem Ex-Mann oder von mir, was dann? Wie würdest du denn diesen zentnerschweren Goldschatz aus den spanischen Hoheitsgewässern rausbringen? Du tust so, als wäre das alles mit den 25.000 Mark Miete für das Bergungsboot getan. Natürlich ist es nicht damit getan, das weiß ich selber. Im Norden der Insel gibt es unzugängliche Schluchten. Dort verstecke ich das Gold und knüpfe entsprechende Kontakte. Mit der Mafia. Deine Ironie kannst du sparen. Weißt du einen besseren Weg? Wir können uns doch ab und zu 1 bis 2 Goldbarren hochholen, die verkaufen und machen uns ein schönes Leben. Oder, und das ist für mich der beste Weg, du meldest deinen Fund ganz offiziell den spanischen Behörden und kassierst den Finderlohn. Warum sollen wir uns mit einem Finderlohn zufrieden geben, wenn wir alles haben können? Also was ist? Kommst du mit? Wohin? Zu diesem Manfred in die Berge. Nein. Wie lange bleibst du? Bis ich ihn habe. Dígame, Fernando, haben wir keine Schaltpläne von dem Saab hier? Muss mal schauen, im Schreibtisch. Harald hat eigentlich immer alles aufgehoben. Was? Nein, nein, leider nicht. Wir brauchen eine Bürokraft. Der Schreibkram ist nichts für uns. Ja, ich werde mal mit meinem Vater darüber reden. So, immer Feierabend. Der erste Tag ohne Harald. Merkwürdiger Tag, hm? Sag für mich auch. Ist was? Nee, wieso? Na, du bist so durcheinander. Ja, eben weil Harald weg ist. Na gut. Adios. Bis morgen. Hasta mañana, Fernando.
Sag mal, willst du hier übernachten? Was ist los? Gehen wir nicht? Wohin? Wohin? Na, du bist gut. Du hast mich doch eingeladen. Festveranstaltung, Motocross-Club, hm? Nee, gehen wir nicht. Gehen wir nicht? Nee. Sag mal, hat dir dein Vater gekündigt oder was ist los? Ach nee, ist alles klar. Ich bin nur ein bisschen groggy. Ich hab geschuftet wie ein Pferd. Ich muss mich ausruhen. Wir sehen uns morgen, hm? Schön. Ist sowieso besser. Oma kommt ja heute. Wenn du willst, kannst du natürlich mitkommen. Nee, du. Jetzt nicht mehr. Erst Motocross, dann gar nichts, dann Familientreffen. Das ist mir zu chaotisch. Außerdem stimmt's nicht. Was stimmt nicht? Dass du überarbeitet bist. Du hast was. Und du wirst mir nicht sagen, was. Von allen Menschen, die ich kenne, kannst du am schlechtesten lügen. Also, ruf mich an, wenn du wieder normal bist. Da steckst du. Ja? Planst du eine Rundreise? Drei. Ja, eine an der Küste entlang, bis zu den Drachenhöhen etwa. Die zweite ins Land und danach ins spanische Dorf in Palma. Was sagst du dazu? Also, ich bin platt. Seit wann beschäftigst du dich denn damit? Seit einigen Tagen. Seit mich ein paar Hotelgäste gefragt haben, ob wir keine eigenen Rundreisen durchführen. Ja, der Massentourismus der Reiseunternehmen wäre ihnen zu anonym. Die Idee ist nicht schlecht. Und eine zusätzliche Attraktion für unser Hotel. Ich bin sicher, es wird ein Erfolg. Ja, ich finde, wir sollten in kleinen Gruppen fahren, nur mit unseren Hotelgästen. Ich stelle mir das wie einen Familienausflug vor. Und wohin geht die dritte Tour? In den Safari-Park. Und die machst du. Vielleicht mittwochs oder freitags? Du hast dir schon einen kompletten Plan gemacht. Du findest ihn nicht gut? Doch, mein Schatz, ich find's großartig. Fahr sofort in den Safari-Park, sprech mit dem Pächter. Dann können wir vielleicht schon nächste Woche die erste Tour starten. Ich find's gut, mal aus der Hotelroutine rauszukommen. Mal was anderes zu sehen. Nur schade, dass wir's nicht gemeinsam machen können. Dann wär's fast wie Urlaub, ne? Urlaub. Wann haben wir zum letzten Mal Urlaub gemacht? Ja. Du, warte schon. Willst du da oben mal wieder ein frecher Hase rum? Du, Thank you.
Okay, let's repeat. That's number 18, Church and Blue Sky. Und wer, wenn ich fragen darf, sind Ihre Vorbilder? Meine was? Ihre, come on, Ihre Vorbilder. Meine Vorbilder? Ja. Yeah. Meine Vorbilder sind die Bilder, die ich vor den vorigen Bildern gemalt habe. Oh, four. Four. Oh, gee. Joy! Get over here. Gentil d'être venu. Comment trouvez-vous les tableaux? Okay. I would like to take a picture. Hey, wait for me. Come on, gentlemen. This is my picture, all right? Siehst du, das ist eine ganz ehrliche Handschrift. Mhm. Ehrlich und blitzsauber. Tja, der Erfolg scheint sie nicht verdorben zu haben. Nein. Und das Milieu hier nicht geschädigt. Sie meinen also, Armut ist immer Voraussetzung für Kreativität? Ich weiß nicht. Bei manchen schon. Und Sie, Professor Delbrück, was meinen Sie? Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, Ehrlichkeit, das ist das Wesentlichste in der Kunst überhaupt. Und das ist ganz gut. Na? Na? Du, hast du endlich einen Käufer für deinen Laden in Aussicht? In Aussicht habe ich mehrere, aber keiner will zahlen, was er wirklich wert ist. Zu viel Konkurrenz in der Nähe, sagen alle. Im Grunde stimmt es auch. Ist Philipp auf Ibiza und du bist hier. Das ist verrückt, was? Aber was soll ich machen? Wir telefonieren ständig miteinander. Mhm. Na ja, und an seinen freien Tagen fahre ich eben rüber. Wie geht's ihm denn? Du, das ist natürlich ein schwerer Brocken, so ein großes Hotel. Aber er ist ganz zuversichtlich. Grüß ihn schön von mir, wenn du ihn siehst. Hallo, Gabriele. Hallo. Sag mal, ist das ein Gerücht, dass Hawk Isolde adoptieren will? Nein, nein, das ist wahr. Aber Isolde hat einiges dagegen. Weil nämlich Alonso einiges dagegen hat. Ist ja auch verständlich, ne? Ich meine, wenn zum Ruhm der Reichtum dazukommt, dann werden die Männer doch ganz verrückt nach Isolde. Sind sie ja schon. Ja. Spannend ist bitte noch eine Runde. Der da mit dem grauen Jacket, das ist der Wichtigste. Wenn er schreibt, dass Sie der weibliche Picasso sind, dann frisst es jeder. Ja, vielleicht profitiert Hawk ja auch von der Adoption, ne? Na, ärmer wird dadurch sollte sicher nicht. Na gut, aber bereichern werden Sie sich wohl gegenseitig, ne? Und zwar ideell und kommerziell. Aha. Doch klar. Wenig effizient wäre, wenn du nicht ihr Lehrer wärst. Soll ich dir mal was sagen? Bitte. Weißt du, wie ich mir vorkomme? Wie ein Aerodynamiker, der einem Vogel Flugunterricht gibt. Aha, ha, ha. Der Herr Professor. Die Bescheidenheit in Person. Ja, das finde ich aber auch. Was mit dir? Wieso, was mit mir? Du pausierst immer noch, ja? Tja, ich glaube, ich habe meine Grenzen erreicht. Ich male heute nicht besser als gestern und morgen nicht besser als heute. Das ermüdet mit der Zeit. Aber du, ich muss nach Hause. Meine Mutter kommt und ich möchte dabei sein und zu Hause sein, ja? Ich schreck, Sie wollen gehen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Party fängt erst an. Ich muss nach Hause. Meine Mutter kommt. Ich muss gehen. Komm, wir telefonieren. Sie bleiben mindestens dort eine gute Stunde. Los mit dir heute. Beruhige dich doch. Was gibt's denn? Atosch. Na, Isolde kann sich nicht beklagen, was? Ihre erste Vernissage und dann in so einem Rahmen. Da kann man nur sagen, wen die Götter lieben. Eine enorme Chance für eine Romanerin. Ich find's auch gut, aber trotzdem, ich muss gehen, meine Mutter, du weißt. Ah ja. Come on, Isol, don't be a little fussed. Be a good girl and stay with me. What about a drink for me? Okay, for the American friendship. Yeah, New York, San Francisco, warum nicht? Ich liebe Spanien. I love Spain too. Listen, die Amerikaner sollten ihre Bilder absehen. Ich habe vorhin mit Hawk gesprochen, er findet die Idee ganz toll.
Weißt du was? Denk drüber nach und ruf mich an. Hier ist meine Nummer. Hey, don't move, don't move. Bleib das deine Mücke. Hey, wait a minute. I'll got it. Alonso! Was ist denn los? George, dein Arzt. Ein Arzt, sofort. Mein Gott, der verblutet. Naja, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Warum? Warum hat er das getan? Soll ich auch die Polizei anrufen? Ach, es war nur eine private, er versucht. Oh, George, gute Idee. Rufen Sie die Polizei. Ja, Sir. Nein, keine Polizei, dann kommt er ins Gefängnis. Es war ein Missverständnis. Er hat gedacht, er will mich verführen. Ich sollte, kommen Sie mal hier. Mein Gott, nee. Entsetzlich. Hören Sie zu, das ist nur eine kleine Wunde, mehr nichts. Aber ein Riesentheater für die internationale Presse. Liebhaber der berühmten Malerin Isolde, verhaftet, eifersucht. Das ist eine große Nummer, verstehen Sie? Aber die Polizei sperrt ihn ein. Ja, nicht für lange, das arrangieren wir. Ich werde mit Berry reden. Berry verzeiht Alonso, Alonso verzeiht Berry. Das war ein Missverständnis. Ein Missverständnis, der bringt Schlagzeilen. Dann sehen Sie mal, das ist wieder sehr vernünftig. Perdóname. Yo creí que querías quitarme a Isolde. Sagen Sie Alonso, dass sie jetzt festgenommen wird, aber nicht für lange. Sie dürfen ihn täglich in seiner Zelle besuchen. Berry wird ihn besuchen und dann kommt eine prima Versöhnungsnummer. Verspätung. Mama, Mama, herzlich willkommen. Oh, gut siehst du aus, wirklich. Ja, wo steckst du denn? Ich wurde aufgehalten. Es gab eine Messerstecherei. Bei Hulk? Ja, der Freund von Isolde, der Alonso, der hat einen Journalisten für einen Nebenbuhler gehalten. Was? Ja, aber das erzähle ich euch ein andermal. Jetzt erst mal zu dir. Wie geht es dir? Na, jetzt gut. Ist doch klar, wir haben uns ja wieder. Ja, warte ab, mein Lieber, warte ab. Ja, warten wir's ab. Hey, Frank, gib mir mal das Glas rüber. Michael, was hast du denn? Na, das Gesicht macht er schon seit Stunden. Weil Kuhn weg ist? Nein, nicht deshalb. Jedenfalls nicht nur deshalb. Irgendwas scheint ihm über die Leber gelaufen zu sein. Michael, so lach doch ein bisschen. Deine geliebte Oma ist wieder da. Hm? Papa, bitte hör auf. Hast du Zoff mit Sarah, Michael? Oh, Frank, wirklich. Entschuldige. Lass mich doch in Ruhe. Mir geht's bestens. Ich ruhe mich eine Weile aus. Wir sehen uns später. Hm? Irgendwas hat er doch. Ja, scheint mir auch so. Wo bleiben seine Sprüche? Wirklich? Ohne seine Frechheiten macht so ein Wiedersehen ja nur halb so viel Spaß. No. Max, kümmerst du dich mal um ihn? Ja, ja. Gut, mach ich. Erzähl doch mal, Lisa, wie war das denn mit der Messerstecherei? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich sehe auch nicht. Ist irgendwas? Nein, nein. Entschuldigen Sie. Ach, hier steckst du. Ich dachte, du bist auf deinem Zimmer und ruhst dich aus. Wollte ich nicht. Du hast Probleme, was? Größer als sonst, habe ich gleich bemerkt. Und? Willst du mir dein Herz nicht ausschütten? Die Frau Feller ist die Frau von Kuhn. Was? Ja. Kannst du dich an diesen Versicherungsagenten erinnern, der damals bei uns gewohnt hat und diesen Herrn Feller gesucht hat? Weil die nicht glauben konnten, dass der in Deutschland ertrunken ist. Ist er auch nicht. Dieser Herr Feller
war Kuhn, ist Kuhn. Und hast du Beweise für diese Hypothese? Ist doch nicht Kuhn. Tatsächlich. Das ist er. Kosmetische Operation. Clever, ne? Ja. Habe ich zufällig in dem Schreibtisch von Kuhn gefunden. Er war wohl so eilig, dass er es vergessen hat. Na ja, und nun ist auch klar, was es damals mit den Strongs auf sich hatte. Die haben die Identität von Kuhn erkannt und wollten ihn zur Kasse bitten. Und sowas Ähnliches scheint Jens Hartmann jetzt auch vorzuhaben. Nur, Kuhn Feller ist weg. Ja, dann habe ich ja die Werkstatt eines Betrügers gekauft. So ist es. Und Renate Feller, eine unserer treuesten und angenehmsten Gäste, steckt mit drin in der Sache? Ja, na sicher. Die hat mit abgesahnt, oder glaubst du, die erkennt ihren eigenen Mann nicht nur, weil der sich hat operieren lassen? Das ist vielleicht ein Ding. Da braut sich was zusammen, ne? Ich fürchte, ja. Die Feller läuft ja auch schon ganz ratlos durch die Anlagen. Jens ist mit dem Wagen weg, allein, und kommt nicht zurück. Ja, gut. Ganz ist das Spiel ja nicht zu durchschauen, aber was kümmert's dich? Dir kann ja nichts passieren. Nee. Ich habe ja kein krummes Ding gedreht. Und du auch nicht. Und bisher wussten wir nicht, wer Kuhn in Wirklichkeit ist. Aber jetzt... Ah, ich verstehe. Du fragst dich, ob du die Polizei benachrichtigen sollst. So ist es. Ich weiß ja nicht genau, wo Kuhn steckt. Ob er nicht nach Deutschland ausgeliefert wird, wenn man ihn aufspürt. Ich habe ihn ja gemocht, den Kuhn, sehr sogar. Und gegen Frau Feller habe ich auch nichts. Eher schon gegen Jens Hartmann. Was mache ich bloß? Was mache ich mit diesem Foto? Nichts? Lass ich alles auf sich beruhen? Ich weiß einfach nicht weiter. Weißt du, die Vorstellung, dass Kuhn in Handschellen abgeführt wird, nur weil ich zur Polizei gehe und dieses Foto aushändige, ich bring's einfach nicht fertig. Kann ich gut verstehen. Ich weiß ja auch nicht, was passiert, wenn Kuhn geschnappt und zur Verantwortung gezogen wird. Ob dann seine Werkstatt, die jetzt uns gehört... Genau das. Das ist ein Fass ohne Boden, da steige ich einfach nicht durch. Ich dachte immer, ich bin ein schlaues Kerlchen, aber in diesem Fall sieht's wirklich zappenduster aus in meinem Hirn. Weißt du was, Michael? Wir besprechen das mit Mama. Ja, das wird das Beste sein. Ganoven wüssten, was sie mit diesem Foto machen. Sie würden Frau Feller erpressen. Gott sei Dank sind wir keine Ganoven. Du, Papa, nimm du das Bild. Ich glaube, bei dir ist es besser aufgehoben als bei mir. Am besten im Safe. Na gut. Komm, wir gehen. Sonst glauben Mama, Opa und Frank, wir hätten weiß Gott was für Probleme. Ja? Sie wissen nicht zufällig... Was, Frau Feller? Schon gut. Entschuldigen Sie bitte. Jetzt geht's ins Schlafzimmer. Los, zur Familie. Komm, los, hier rein. Komm. So, das schließen wir ab hier. Dann kann ich... Einer holen. Kommt das Schloss. Also, ab. So, Bartosch. Gehen jetzt rein los. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht kriegen wir einen Hasen vor die Flinte. Dann gibt's wieder mal Fleisch bei uns. Endlich, was? Fleisch. Ja. Also, komm, Bus. Auf geht's. So. So, wir sind gleich wieder da. Was wollen Sie? Gut, Bartosch, los, komm. Sagen Sie mal, kennen wir uns nicht? Ja, aber halten Sie den Hund von mir fern. Ah, ruhig, Bartosch, der tut Ihnen nichts. Haben Sie sich verlaufen? Nein, ich suche Kuhn. Kuhn hier? Ja, hier. Und sagen Sie ja nicht, er ist nicht hier. Kuhn ist nicht hier.
Er war aber damals hier, als Strong in der Meer war. Diesmal ist er nicht hier. Aber jetzt weiß ich auch, wo wir uns herkennen. Sie waren damals in der Nähe, als das Ehepaar Strong tödlich verunglückte. Der Wagen liegt da unten noch zertrümmert in der Schlucht. Aber Sie waren damals mit einer Frau zusammen, habe ich recht? Ja. Er ist also nicht hier. Nee, er ist nicht hier, aber schauen Sie sich um, schauen Sie sich um, schauen Sie sich überall um. Doch, der Fremde, der tut uns nichts. Nein, danke, ich verzichte. Sind Sie zu Fuß hier? Nein, ich habe meinen Wagen da unten. Oh, dann sollten Sie lieber über Nacht hier bleiben. Es gibt nämlich noch ein Gewitter. Da kommen Sie nicht wieder heil nach unten. Bartosch wird Sie bewachen. Bewachen? Mich? Ja, Sie. Aber nicht doch, dass Ihnen kein Leid geschieht. Ich bin sehr gastfreundlich, aber ich traue Ihnen nicht. Na, kommen Sie, gehen Sie vor. Bartosch, ruhig, Platz, ruhig, ruhig, gut, gut, gut. Gehen Sie vor, der Hund tut Ihnen nichts. So, Kuss. Komm, Bartosch, wir haben Besuch. Signora, él no tiene un traje como este pido. Y quiere casarse con Anna. Ahora tengo que marcharme rápido para... Was erzählt Cousin da und... Wen schleppt er da weg? Das ist Tommy, unsere Küchenhilfe und Mädchen für alles. Er heiratet heute Anna, Rosés Nichte. Ach, es gibt heute noch eine Hochzeit. Ja, wir scheuen keinen Aufwand, wenn du kommst. Tatsächlich nicht bei diesem Höhlenmenschen. Wie ich vermutet habe. Ja, du hast ja recht. Es hatte auch keinen Sinn, ihn jahrelang zu suchen. Es war eine furchtbare Nacht da oben. Ich habe miserabel geschlafen. Es kam ein Unwetter auf. Ein Abstieg war bei der Dunkelheit nicht zu denken. Na, nun bist du ja wieder da, hm? Tja. Also, ich muss diesen Johnny Bressler sprechen. Wer ist Johnny Bressler? Na, der Mann, der die Boote vermietet. Ja, und was musst du mit dem besprechen? Ich muss ihm sagen, dass die Sache hundertprozentig ist, aber dass ich erst später zahlen kann. Ja, ich weiß, was du denkst. Er will beteiligt werden, das habe ich einkalkuliert. Ich muss ihm sagen, worum es sich handelt. Oder ihm notfalls das Gold zeigen, damit er mir glaubt. Bist du verrückt geworden? Und wenn er dich ausmanövriert? Also, du hast vielleicht Sprüche auf Lager. Du bist ja geradezu rührend besorgt um mich. Weißt du einen besseren Weg? Gibst du mir denn das Geld für die Bootsmiete? Ja. Was? Seit wann das denn? Seit eben. Ich hab's mir anders überlegt. Ich werde nachher meine Bank anrufen und die 25.000 anweisen lassen. Es ist das Letzte, was ich habe. Wenn's nicht klappt, können wir uns an die Fürsorge wenden. Danke. Ich hatte schon fast an dir gezweifelt. Aber du bist eben doch ein Schatz. Entschuldige, dass ich so ausgerastet bin, aber wenn es um so viel geht, ist es schon nicht sehr einfach, sich unter Kontrolle zu halten und vernünftig zu planen. Dann tu es wenigstens jetzt. Plane vernünftig und überstürze nicht. Okay. Kommst du mit zu diesem Johnny Bressler? Ja, aber erst, wenn du anständig gefrühstückt hast. Johnny! Johnny! Ja? Tag, ich wollte das perfekt machen. Das ist meine Freundin. Sie können das Boot höchstens 4 Tage haben. 4 Tage? Ich brauche es aber eine Woche. Gut, dann eben gar nicht. Hey, Moment mal. Dann brauche ich es aber heute schon. Erst mal die Papiere. Das Geld? Ich brauche noch einen Unterwasserscooter und 15 Liter Flaschen. Geht in Ordnung. Moment mal, kann ich die Sachen erst mal sehen? Na bitte.
heute Nachmittag können Sie es haben. Wie, heute Nachmittag erst? Tja, ich muss das Boot erst durchchecken, betanken. Warum so eilig? Kommen Sie, machen wir doch erstmal den Vertrag. Buenos dias. Buenos dias. Du hast die Gina und die beiden verchartert? Ist nicht verboten. Verboten ist nur, dass die Kunden nach antiken Schätzen tauchen und die Antiquitäten plündern. Ich habe ihnen gesagt, dass sie das nicht dürfen. Ja, ja, Johnny, schon gut. Haben Sie gesagt, wo Sie tauchen wollen? Nein, ich habe sie auch nicht gefragt. Und wann holen Sie die Gina? Heute Nachmittag. In Ordnung. Liest du weiter deine Zeitung, Johnny. Hasta luego. Ja, wenn nur nicht das dicke Ende wäre, ne? Was denn für ein Ende? Na ja, treu und so. Ich meine, die Feier ist ja wunderbar, das gebe ich zu. Äußerst eindrucksvoll und festlich. Aber wenn man bedenkt, dass man dafür seine Freiheit als Mann aufbaut. Du gleich knallst. Also Unrecht hat Michael da nicht. Was? Naja, so eine Hochzeit, das ist wie, damit es dem Mann schmackhaft gemacht wird. Er nicht lange überlegt. Ja, festliche Ouvertüre, endloses Drama. Ja. Hör gar nicht zu, Sarah, die wollen uns doch nur ärgern. Dabei machen sie die Rechnung ohne uns. Willst du denn heiraten? Ja, richtigen Mann. Aber nicht so eine Bubis, die noch nicht trocken hinter den Ohren sind. Eben. Komm, wir gehen mal Richtung Hafen, was sich dort so tut. Anna, ist damit unsere Verlobung gelöst? Okay, okay, see. Oh, ich weiß ja nicht, ob du das verdient hast. Ja, bei Tommy, da weiß man, woran man ist. Bei dir nicht. Du heiratest besser ein Auto. Ja. Das sind zwei flotte Bienen, ne? Du, Frank, stell dir mal vor, wir hätten geheiratet und sowas würde uns über den Weg laufen. Das wäre doch grauenvoll, oder? Das reicht jetzt, Michael. Wir wissen schon, dass du wieder in Form bist. Was ist? Willst du auch was? Ja, gerne. Was ist denn da los? Ach, was macht denn Hawk hier? Machen Sie ein Foto hoch, oder? So hoch. Ja, ja. Was hat denn das zu bedeuten? Das ist eine Art Pressevorführung. Was? Hm? Die publizistische Ausbeutung eines blutigen Missverständnisses. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Also, der mit dem Bart hat den anderen niedergestochen, weil er geglaubt hat, der will seine Isolde verführen. Isolde? Ja, und dabei hat er nur so bei ihr gemacht, ein bisschen gestreichelt. Sehen Sie, ich habe das Video noch. Hallo, Michael. Schön, dass du da bist. Uber. Was hat er denn? Ach, die Isolde. Bist du sicher, dass Alonso nicht zum Messer greift?
wenn du Michael küsst. Das ist das richtige Schiff für uns. Schau mal, sogar Radar. Das Echolot. Naja, wenn du das richtige Schiff hast, verzichtest du vielleicht sogar aufs Tauchen, hä? Aber nicht nach dem Gold. Hoch mit dem Anker. Daniela? Sí. Hacemos rumbo a la China. Die Position des Frachters? Nein. Aber? Ist das der Kommissar? Ja. Und was machen wir jetzt hier? Wir ankern und tauchen. Wonach denn? Wirst du schon sehen. Mach mal in der Zwischenzeit einen Kaffee. Herr Kommissar, Sie haben wohl die Feierabend, was? Ich bin ein bisschen neugierig, wissen Sie. Ich wollte mal sehen, was Sie da unten gefunden haben. Hallo, Herr Kommissar. Ziehen Sie bitte das Seil hoch. Aber gerne. Kein Problem, Herr Kommissar. Kämpfe die Umweltverschmutzung, wo ich kann. Ist das nicht furchtbar, was die Leute alles so auf dem Meeresgrund versenken? Sí, sí. Nein, im Ernst. Ich übe. Ich will mir auch so ein Boot kaufen in Deutschland. Und der Urlaub bietet ja einem die beste Gelegenheit, ein bisschen zu trainieren. Nat, warum bietest du den Kommissar und seinen Leuten nicht auch einen Kaffee an? Oder schlagen sie unsere Gastfreundschaft aus? Komm raus! Du solltest ihn vielleicht nicht so provozieren. So ein dämliches Gesicht habe ich lange nicht mehr gesehen. Hast du gesehen, wie er das Fahrrad angestarrt hat? Ich weiß nicht, wann hier zuletzt einer gewesen ist. Aber du willst es riskieren. Ja, vom Wasser aus. Vom Land aus wäre es Wahnsinn. Da, siehst du diese Felsspalten? Ja. Dort deponieren wir die Barren. Sie lassen sich da gut verstecken. Naja, ich gebe zu, es wäre zu schaffen. Die Frage ist nur, wie es nachts aussieht. Nachts? Wir machen es morgens. Wir können ja nicht mit Licht arbeiten. Das würde auffallen. Morgens ist es hier sicher menschenleer. Aber jetzt ruhen wir uns erstmal aus. Machst du uns einen Drink? Wir müssen morgen fit sein. Wir dürfen uns keine Müdigkeit leisten. Den Drink haben wir doch verdient. Gut. Naja, vielleicht geht's ja wirklich gut. Vielleicht. Hundertprozentig geht es gut.
mein Schatz? Na? Dankeschön. Übrigens, ich habe für Michael die Werkstatt von Kuhn gekauft. Ach. Ja, wieso nicht? Michael wird sich in einem Hotel nie wohlfühlen. Und so hat er wenigstens gute Voraussetzungen zum Kfz-Meister. Frank das Hotel, Michael die Werkstatt. Und das hast du alles über Nacht entschieden? Sozusagen Hals über Kopf? Nein. Das heißt, tja, warum nicht? Die Gelegenheit war günstig, weil Kuhn ist weg. Weg? Tja, und weil er weg ist, weg musste, habe ich zugegriffen. Ist es dir nicht recht? Wir müssen doch an die Zukunft unserer Kinder denken. Ja, ja. Und was verbirgt sich sonst noch dahinter? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein, weiß nur Kuhn. Und der ist über alle Berge. Ach, das war auch der Grund, warum ihr zum Notar gefahren seid. Na sicher, es muss doch alles seine Ordnung haben. Kaffee. Ja, Michael. So ist das. Wo ist Harald? In Rio. In Rio? In Rio. Er hat eben angerufen. Er lässt dich grüßen. Isabel auch. Mann, oh Mann. Das hätte ich mir auch eigentlich denken können bei der Umarmung gestern. Ist aber fix gegangen. Ja. Wirst du auch abhauen eines Tages? Nicht so bald. Nicht bis du deine Meisterprüfung bestanden hast. Das haben Harald und dein Vater so besprochen. Mhm. Und dann bist du der Chef hier. Eine Sache noch. Harald, dann lässt dich bitte niemandem was zu sagen. Von Rio. Das weißt nur du, dein Vater und ich. Ist okay. Ja, dann wollen wir mal in die Arbeit gehen, ne? Buenos dias. Wie geht's? Am liebsten gut. Was ist das denn? Na ja, steht doch da. Kuhn hat verkauft? Sehr interessant. Ich bin mit ihm verabredet. Können Sie mir Bescheid sagen? Oh, das muss er vergessen haben. Er ist nämlich weg. Weg? Was heißt weg? Wo ist er hin? Ja, er ist ja niemandem Rechenschaft schuldig. Ja, ich kann ihm da auch nicht weiterhelfen. Ach, Verzeihung. Ja? Ist es wahr, dass Sie die Werkstatt von Kuhn gekauft haben? Ja, warum soll das nicht wahr sein? In einer Nacht- und Nebelaktion? Ob mit oder ohne Nebel, ich habe gekauft. Was ist denn? Haben Sie Angst, ich erhöhe die Mietwagenpreise? Wäre möglich. Das scheint Ihnen nicht zu passen, was? Naja, wenn schon. Was hat er denn? Er ist verblüfft, wie schnell Max die Werkstatt gekauft hat. Na, das sind wir doch auch. Hm? Es heißt, dass Kuhn und Isabel die Insel verlassen haben. Ja, aber bitte frag mich nicht, warum. Er hatte es eben plötzlich besonders eilig. Außerdem ist es eine private Angelegenheit. Immerhin war es so geheim, dass du uns gestern Abend nicht mal gesagt hast, warum du zum Notar gehst. Kuhn hatte mich gebeten, bis zu seinem Verschwinden zu schweigen. Warum sollte ich ihm den Gefallen nicht tun? Hm? Können wir uns den vorgezogenen Kauf überhaupt leisten? Ja, warum nicht? Wir verschieben die Investitionen bis zum nächsten Jahr. Ich glaube, du bekommst Besuch. Ach Gott, ja, die werden nicht sagen bei Hawk. Guten Tag. Guten Tag, Herr Professor. Du entbehrst mich eine Stunde, hm? Ich habe Isolde versprochen, die Ausstellung vorzubereiten. Ja, was soll ich schon machen? Ist mir jedenfalls lieber, du förderst den Nachwuchs, als dass du selber wieder malst. Na, sehr galant war Ihr Kommentar nicht, Herr Lindemann. Ja? Wieso? In letzter Zeit hatte Lisa bei ihren Malversuchen nur Wut an. Da hat er leider recht. Tschüss. Gehen wir Isolde helfen. Ja. Elefant im Porzellanladen. Na du, wer sonst? Du bist ein richtiger Kunstbanause hier. Wenn Isas Bilder kein Geld mehr bringen, kann sie es malen noch bleiben lassen. Das habe ich nicht gesagt. Aber gemeint hast du es so. Ach Quatsch. Sie tut mir eben leid, weil sie so unzufrieden ist mit sich. Und außerdem, ob sie ihre letzten Bilder hätten verkaufen lassen, steht nicht fest.
Sie hat sie ja immer gleich vernichtet. Weil sie in einer Krise steckt. Sie hat eine Schaffenskrise. Was du nicht sagst, davon verstehst du was. Ich stecke im Moment auch in einer Schaffenskrise. Geht dir das nahe? Nö. Jetzt nimm dich gefälligst zusammen. Damit dir ja alles in Ordnung ist, wenn heute Nachmittag deine Schwiegermutter ankommt. Moment. Ich dachte, sie kommt erst morgen. Sie hat sich eben anders überlegt. Sehnsucht. Nach dir, was? Nur nach dir bestimmt nicht. Du, sag mal, Max, dass dieser Kuhn so plötzlich auf und davon ist, das hat doch bestimmte tiefere Gründe, was? Das mag schon sein, die kenne ich nicht und ich will sie nicht kennen. Es wird ja so gemunkelt. Ach, lass doch die Leute munkeln. Du meinst Papa, nicht? Andreas? Drei. Ja, eine an der Küste entlang, bis zu den Drachenhöhen etwa. Die zweite ins Land und danach ins Spanischdorf in Palma. Was sagst du dazu? Also, ich bin platt. Seit wann beschäftigst du dich denn damit? Seit einigen Tagen. Seit mich ein paar Hotelgäste gefragt haben, ob wir keine eigenen Rundreisen durchführen. Ja, der Massentourismus der Reiseunternehmen wäre ihnen zu anonym. Die Idee ist nicht schlecht. Und eine zusätzliche Attraktion für unser Hotel. Ich bin sicher, es wird ein Erfolg. Ja, ich finde, wir sollten in kleinen Gruppen fahren, nur mit unseren Hotelgästen. Ich stelle mir das wie einen Familienausflug vor. Und wohin geht die dritte Tour? In den Safari-Park. Und die machst du. Vielleicht mittwochs oder freitags? Du hast dir schon einen kompletten Plan gemacht. Du findest ihn nicht gut? Doch, doch, mein Schatz, ich find's großartig. Fahr sofort in den Safari-Park, sprech mit dem Pächter. Dann können wir vielleicht schon nächste Woche die erste Tour starten. Ich find's gut, mal aus der Hotelroutine rauszukommen. Mal was anderes zu sehen. Nur schade, dass wir es nicht gemeinsam machen können. Dann wär's fast wie Urlaub, ne? Urlaub. Urlaub. Wann haben wir zum letzten Mal Urlaub gemacht? Was hast du, Bartosch? Willst du da oben mal wieder ein Fächer Hasen rum? Hast du, Thank you.
Let's repeat. That's number 18, number 18, Church and Blue Sky. Und wer, wenn ich fragen darf, sind Ihre Vorbilder? Meine was? Ihre, come on, Ihre Vorbilder. Meine Vorbilder? Ja. Yeah. Meine Vorbilder sind die Bilder, die ich vor den vorigen Bildern gemalt habe. Oh, four. Four. Oh, gee. Joy! Get over here. Gentil d'être venu. Comment trouvez-vous les tableaux? I would like to take a picture. Hey, wait for me. Come on, gentlemen. This is my picture, all right? Siehst du, das ist eine ganz ehrliche Handschrift. Ehrlich und blitzsauber. Tja, der Erfolg scheint sie nicht verdorben zu haben. Nein. Und das Milieu hier nicht geschädigt. Sie meinen also, Armut ist immer Voraussetzung für Kreativität? Oh, ich weiß nicht. Bei manchen schon. Und Sie, Professor Delbrück, was meinen Sie? Wenn Sie meine Meinung wissen wollen, Ehrlichkeit, das ist das Wesentlichste in der Kunst überhaupt. Das ist ganz gut. Du, hast du endlich einen Käufer für deinen Laden in Aussicht? In Aussicht habe ich mehrere, aber keiner will zahlen, was er wirklich wert ist. Zu viel Konkurrenz in der Nähe, sagen alle. Im Grunde stimmt es auch. Ist Philipp auf Ibiza und du bist hier. Das ist verrückt, was? Aber was soll ich machen? Wir telefonieren ständig miteinander. Na ja, und an seinen freien Tagen fahre ich eben rüber. Wie geht's ihm denn? Du, das ist natürlich ein schwerer Brocken, so ein großes Hotel. Aber er ist ganz zuversichtlich. Grüß ihn schön von mir, wenn du ihn siehst. Hallo, Gabriele. Hallo. Sag mal, ist das ein Gerücht, dass Hawk Isolde adoptieren will? Nein, nein, das war. Aber Isolde hat einiges dagegen. Weil nämlich Alonso einiges dagegen hat. Ist auch verständlich, ne? Ich meine, wenn zum Ruhm der Reichtum dazukommt, dann werden die Männer doch ganz verrückt nach Isolde. Sind die ja schon. Ja. Spannen Sie es bitte noch eine Folge. Der da mit dem grauen Jacket, das ist der Wichtigste. Wenn er schreibt, dass Sie der weibliche Picasso sind, dann frisst es jeder. Naja, vielleicht profitiert Hawk ja auch von der Adoption, ne? Na, ärmer wird er durch Isolde sicher nicht. Na gut, aber bereichern werden Sie sich wohl gegenseitig, ne? Und zwar ideell und kommerziell. Aha. Doch klar. Wenig effizient wäre, wenn du nicht ihr Lehrer wärst. Soll ich dir mal was sagen? Bitte. Weißt du, wie ich mir vorkomme? Wie ein Aerodynamiker, der einem Vogel Flugunterricht gibt. Ah, ha, ha. Der Herr Professor. Die Bescheidenheit in Person. Ja, das finde ich aber auch. Was mit dir? Wieso, was mit mir? Du pausierst immer noch, ja? Tja, ich glaube, ich habe meine Grenzen erreicht. Ich male heute nicht besser als gestern und morgen nicht besser als heute. Das ermüdet mit der Zeit. Aber du, ich muss nach Hause. Meine Mutter kommt. Ich möchte dabei sein und zu Hause sein, ja? Hör, ich schreck, Sie wollen gehen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Party fängt erst an. Ich muss nach Hause. Meine Mutter kommt. Ich muss gehen. Komm, bitte telefonieren. Sie bleiben mindestens noch eine gute Stunde. Was ist los mit dir heute? Beruhige dich doch. Was gibt's denn? Atosch. Na, Isolde kann sich nicht beklagen, ne? Ihre erste Vernissage und dann in so einem Rahmen. Da kann man nur sagen, wen die Götter lieben. Eine enorme Chance für eine Romanerin. Ich find's auch gut, aber trotzdem, ich muss gehen, meine Mutter, du weißt. Ah, ja. Come on, Isolde, don't be a little fussy. Be a good girl and stay with me. What about the thing for you? Okay, to the American friendship. And an X. Yeah, New York, San Francisco, very nice. Ich liebe Spanien. I love Spain too. Listen, die Amerikaner sollten ihre Bilder absehen. Ich habe vorhin mit Hawk gesprochen, er findet die Idee ganz toll.
Weißt du was? Denk drüber nach und ruf mich an. Hier ist meine Nummer. Hey, don't move, don't move. Bleib das deine Mücke. Hey, wait a minute. I'll got it. Alonso! Was ist denn los? George, dein Arzt. Ein Arzt, sofort. Mein Gott, der verblutet. Naja, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Warum? Warum hat er das getan? Soll ich auch die Polizei anrufen? Ach, es war nur eine private, er versucht. Oh, George, gute Idee. Rufen Sie die Polizei. Yes, sir. Nein, keine Polizei, dann kommt er ins Gefängnis. Das war ein Missverständnis. Er hat gedacht, er will mich verführen. Isolde, kommen Sie mal hier. Mein Gott, nee. Entsetzlich. Hören Sie zu, das ist nur eine kleine Wunde, mehr nichts. Aber ein Riesentheater für die internationale Presse. Liebhaber der berühmte Malerin Isolde, verhaftet, Eifersucht. Das ist eine große Nummer, verstehen Sie? Aber die Polizei sperrt ihn ein. Ja, nicht viel lang, das arrangieren wir. Ich werde mit Barry reden. Barry verzeiht Alonso, Alonso verzeiht Barry. Das war ein Missverständnis. Ein Missverständnis, der bringt Schlagzeilen. Dann sehen Sie mal, ist wieder sehr vernünftig. Perdóname. Yo creí que querías quitarme a Isolde. Sagen Sie Alonso, dass sie jetzt festgenommen wird, aber nicht für lange. Sie dürfen ihn täglich in seiner Zelle besuchen. Barry wird ihn besuchen und dann kommt eine prima Versöhnungsnummer. Verspätung. Mama, Mama, herzlich willkommen. Oh, gut siehst du aus, danke. Wirklich. Ja, wo steckst du denn? Ich wurde aufgehalten. Es gab eine Messerstecherei. Bei Hulk? Ja, der Freund von Isolde, der Alonso, der hat einen Journalisten für einen Nebenbuhler gehalten. Was? Ja, aber das erzähle ich euch ein andermal. Jetzt erst mal zu dir. Wie geht es dir? Na, jetzt gut. Ist doch klar, wir haben uns ja wieder. Ja, warte auf, mein Lieber, warte auf. Ja, warten wir's ab. Hey, Frank, gib mir mal das Glas, bitte. Michael, was hast du denn? Na, das Gesicht macht er schon seit Stunden. Weil Kuhn weg ist? Nein, nicht deshalb. Jedenfalls nicht nur deshalb. Irgendwas scheint ihm über die Leber gelaufen zu sein. Michael, so lach doch ein bisschen. Deine geliebte Oma ist wieder da. Hm? Papa, bitte hör auf. Hast du Zoff mit Sarah, Michael? Oh, Frank, wirklich. Entschuldigung. Ach, lass mich doch in Ruhe. Mir geht's bestens. Ich ruhe mich eine Weile aus. Wir sehen uns später. Hm? Irgendwas hat er doch. Ja, scheint mir auch so. Wo bleiben seine Sprüche? Wirklich? Und es ist eine Frechheit, Mann. Nicht, dass es mit unserem Gast, diesem Jens Hartmann, zusammenhängt? Das hat er sich so gedacht. Wer, was? Dein Ex. Dass ich ihm auf den Leim gehe. Er hat den Laden verkauft an Lindemann. Angeblich weiß kein Mensch, wo er ist. Aber ich weiß es. Harald ist weg? Hat den Laden verkauft? Wo ist er denn? Bei diesem Höhlenmenschen, diesem Manfred. Da hat er sich auch schon damals versteckt, als Strunk hinter ihm her war. Aber der entkommt mir nicht. Das Geld kriege ich. Jens? Ja? Wenn er verkauft hat, dann ist er vielleicht wirklich weg. Der macht doch dasselbe nicht zweimal. Ich meine, er kann sich doch denken, dass du dir denkst, dass er bei Manfred ist. Nein, nein, so dumm ist er nicht. Ich kenne ihn. Ich war schließlich 8 Jahre mit ihm verheiratet. Ach, was du nicht sagst. Und was jetzt? Jetzt soll ich ihn wohl einfach wieder laufen lassen. Nee, ich fahre da hoch und ich beobachte diesen Manfred. Und ich krieg ihn. Und ich krieg auch das Geld. Und wenn ich es aus ihm rausprügeln muss. Jens. Jens, was soll denn dieser Amoklauf? Du hast dich ja gar nicht mehr unter Kontrolle. Bist du denn blind für die Schwierigkeiten, die du heraufbeschwörst? So ein Quatsch. Ich beschwöre doch keine Schwierigkeiten herauf. Das besorgst du. Wenn du mir das Geld geben würdest, dann braucht ich Kuhn ja gar nicht. Und wenn du es hättest? Das Geld?
Von meinem Ex-Mann oder von mir. Was dann? Wie würdest du denn diesen zentnerschweren Goldschatz aus den spanischen Hoheitsgewässern rausbringen? Du tust so, als wäre das alles mit den 25.000 Mark Miete für das Bergungsboot getan. Natürlich ist es nicht damit getan, das weiß ich selber. Im Norden der Insel gibt es unzugängliche Schluchten. Dort verstecke ich das Gold und knüpfe entsprechende Kontakte. Mit der Mafia? Deine Ironie kannst du sparen. Weißt du einen besseren Weg? Wir können uns doch ab und zu ein bis zwei Goldbarren hochholen, die verkaufen und machen uns ein schönes Leben. Oder, und das ist für mich der beste Weg, du meldest deinen Fund ganz offiziell den spanischen Behörden und kassierst den Finderlohn. Warum sollen wir uns mit einem Finderlohn zufrieden geben, wenn wir alles haben können? Also was ist? Kommst du mit? Wohin? Zu diesem Manfred in die Berge. Nein. Wie lange bleibst du? Bis ich ihn habe. Dígame, Fernando, haben wir keine Schaltpläne von dem Saab hier? Muss mal schauen, im Schreibtisch. Harald hat eigentlich immer alles aufgehoben. Mhm. Was? Nein, nein, leider nicht. Wir brauchen eine Bürokraft. Der Schreibkram ist nichts für uns. Ja, ich werde mal mit meinem Vater darüber reden. So, ich mach Feierabend. Der erste Tag ohne Harald. Merkwürdiger Tag, hm? Sag für mich auch. Ist was? Nee, wieso? Na, du bist so durcheinander. Ja, eben weil Harald weg ist. Na gut. Adios. Bis morgen. Hasta mañana, Fernando. Sag mal, willst du hier übernachten? Was ist los? Gehen wir nicht? Wohin? Wohin? Na, du bist gut. Du hast mich doch eingeladen. Festveranstaltung, Motocross-Club, hm? Nee, gehen wir nicht. Gehen wir nicht? Nee. Sag mal, hat dir dein Vater gekündigt oder was ist los? Ach nee, ist alles klar. Ich bin nur ein bisschen groggy. Ich hab geschuftet wie ein Pferd. Ich muss mich ausruhen. Wir sehen uns morgen, hm? Schön. Ist sowieso besser. Oma kommt ja heute. Wenn du willst, kannst du natürlich mitkommen. Nee, du. Jetzt nicht mehr. Erst Motocross, dann gar nichts, dann Familientreffen. Das ist mir zu chaotisch. Außerdem stimmt's nicht. Was stimmt nicht? Dass du überarbeitet bist. Du hast was. Und du willst mir nicht sagen, was. Von allen Menschen, die ich kenne, kannst du am schlechtesten lügen. Also, ruf mich an, wenn du wieder normal bist. Da steckst du. Ja? Planst du eine Runde? Macht so ein Wiedersehen ja nur halb so viel Spaß. No. Max, kümmerst du dich mal um ihn? Ja, ja. Gut, mach ich. Erzähl doch mal, Lisa. Wie war das denn mit der Messerstecherei? Hm.
Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich Sie auch nicht. Ist irgendwas? Nein, nein. Entschuldigen Sie. Hier steckst du. Ich dachte, du bist auf deinem Zimmer und ruhst dich aus. Wollte ich nicht. Du hast Probleme, was? Größer als sonst, habe ich gleich bemerkt. Und? Willst du mir dein Herz nicht ausschütten? Die Frau Feller ist die Frau von Kuhn. Was? Ja. Kannst du dich an diesen Versicherungsagenten erinnern, der damals bei uns gewohnt hat und diesen Herrn Feller gesucht hat, weil die nicht glauben konnten, dass der in Deutschland ertrunken ist? Ist er auch nicht. Dieser Herr Feller war Kuhn, ist Kuhn. Und hast du Beweise für diese Hypothese? Ist doch nicht Kuhn. Tatsächlich. Das ist er. Kosmetische Operation. Clever, ne? Ja. Habe ich zufällig in dem Schreibtisch von Kuhn gefunden. Er war wohl so eilig, dass er es vergessen hat. Naja, und nun ist auch klar, was es damals mit den Strongs auf sich hatte. Die haben die Identität von Kuhn erkannt und wollten ihn zur Kasse bitten. Und sowas Ähnliches scheint Jens Hartmann jetzt auch vorzuhaben. Nur, Kuhn Feller ist weg. Ja, dann habe ich ja die Werkstatt eines Betrügers gekauft. So ist es. Und Renate Feller. Eine unserer treuesten und angenehmsten Gäste steckt mit drin in der Sache? Ja, na sicher. Die hat mit abgesahnt. Oder glaubst du, die erkennt ihren eigenen Mann nicht nur, weil der sich hat operieren lassen? Das ist vielleicht ein Ding. Da braut sich was zusammen, ne? Ich fürchte, ja. Die Fälle läuft ja auch schon ganz ratlos durch die Anlagen. Jens ist mit dem Wagen weg, allein und kommt nicht zurück. Ja, gut. Ganz ist das Spiel ja nicht zu durchschauen, aber was kümmert's dich? Dir kann ja nichts passieren. Nee. Ich habe ja kein krummes Ding gedreht. Und du auch nicht. Und bisher wussten wir ja nicht, wer Kuhn in Wirklichkeit ist. Aber jetzt. Ah, ich verstehe. Du fragst dich, ob du die Polizei benachrichtigen sollst. So ist es. Ich weiß ja nicht genau, wo Kuhn steckt. Ob er nicht nach Deutschland ausgeliefert wird, wenn man ihn aufspürt. Ich habe ihn ja gemocht, den Kuhn, sehr sogar. Und gegen Frau Feller habe ich auch nichts. Eher schon gegen Jens Hartmann. Was mache ich bloß? Was mache ich mit diesem Foto? Nichts. Lass ich alles auf sich beruhen? Ich weiß einfach nicht weiter, weißt du? Die Vorstellung, dass Kuhn in Handschellen abgeführt wird, nur weil ich zur Polizei gehe und dieses Foto aushändige. Ich bring's einfach nicht fertig. Kann ich gut verstehen. Weiß ja auch nicht, was passiert, wenn Kuhn geschnappt und zur Verantwortung gezogen wird. Ob dann seine Werkstatt, die jetzt uns gehört... Genau das. Das ist ein Fass ohne Boden. Da steige ich einfach nicht durch. Ich dachte immer, ich bin ein schlaues Kerlchen, aber in diesem Fall sieht's wirklich zappenduster aus in meinem Hirn. Weißt du was, Michael? Wir besprechen das mit Mama. Ja, das wird das Beste sein. Ganoven wüssten, was sie mit diesem Foto machen. Sie würden Frau Feller erpressen. Gott sei Dank sind wir keine Ganoven. Du, Papa, nimm du das Bild. Ich glaube, bei dir ist es besser aufgehoben als bei mir. Am besten im Safe. Na gut. Komm, wir gehen. Sonst glauben Mama, Opa und Frank, wir hätten weiß Gott, was für Probleme. Ja? Sie wissen nicht zufällig... Was, Frau Feller? Schon gut. Entschuldigen Sie bitte. Jetzt geht's ins Schlafzimmer. Los, zur Familie. Komm, los, hier rein. Komm. So, jetzt schließen wir ab hier. Dann kann ich... Einer holen. Kommt das Schloss. Also, ab. So macht das. Zähne zwei los. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht kriegen wir einen Hasen vor die Flinte. Dann gibt's wieder mal Fleisch bei uns. Endlich, was? Fleisch. Ja. Also, komm, Bus. Auf geht's.
So. Komm. So. Wir sind gleich wieder da. Gut, warte euch los. Komm.